Hallihallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Willkommen beim Supermarkt Simulator. Ich habe neulich eine kleine Umfrage gemacht und euch gefragt, ob ihr darauf Lust hättet, dass wie ich den einen oder anderen Quatsch-Simulator, ich nenne es jetzt mal Quatsch-Simulator, spiele. Und eine große Mehrheit hat tatsächlich gesagt: Jo, mach mal, wir sind gespannt. Also mach ich mal, denn ihr seid gespannt. Und ja, wir sind jetzt erstmal hier in den USA, ganz offensichtlich. Und das ist unser Supermarkt. Wir haben die Karriere als Lokführer erstmal an den Nagel gehängt. Beziehungsweise, ihr wisst ja, wie das ist mit den Preisen und so. Ja, es ist alles teurer geworden. Deshalb müssen wir jetzt noch einen Nebenjob nebenbei haben, weil unser Gehalt als Lokführer leider nicht ausreicht. Dementsprechend haben wir uns jetzt hier diesen Supermarkt, ja, gekauft. Und wir kaufen jetzt erstmal Ware. Wir haben ein Startgeld von $50. Und wir gehen mal hier in den Computer rein. Und gehen mal hier in den Markt. Da können wir dann Müsli kaufen, geschnitten Brot, Mehl, Puderzucker von Susu, Nudeln von Panzati und Öl von Lespiz. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir holen uns erstmal Müsli. Und ich glaube, das reicht erstmal. Wir lassen das erstmal nur bei Müsli. So, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich bestimmt in den Warenkorb. Und was? Wir müssen Lieferung zahlen? Meine Güte. Na gut, machen wir mal. So, okay. Nehme die Kisten, die gerade angekommen sind. Da fehlt ein Komma. Okay, wo sind sie denn? Da sind sie. Hallo. Das ist aber echt ein guter Service, ne? Okay. Moment mal, werfen mit R. Ja, das gefällt mir. Was ist das? Das Lager. Okay. Und jetzt platziere die Produkte in die Regale. Okay. Ah, wir müssen es erstmal öffnen. Ah, okay. Und dann. Aha. Werfen Sie die leere Schachtel in den Mülleimer draußen. Na gut, nur weil es das Tutorial möchte, machen wir das mal. Werfen wir was? R. Ich treffe den Müll. Ich schaff's nicht, den Müll einmal zu treffen. Hä? Ach so, ich muss da draufklicken. Na gut, okay. Also was jetzt? Setze den Preis für das Produkt fest. Chockey-Pick. Ah, wie lieben Chockey-Pick. So, die Durchschnittskosten liegen bei 2,99. Der Marktpreis bei $6. Wir machen draus $7,50. So, alles klar. Öffne den Supermarkt. Ja. Dann, also die Auswahl ist auf jeden Fall sehr groß. Ich finde, das ist eine sehr gute Voraussetzung, den Supermarkt zu öffnen. Wir öffnen hier den Supermarkt. Ja, haha, hallo, wir haben offen. Ah, ein gut betuchter junger Mann. Ja, das ist zu teuer. Ganz ehrlich, ne? Also mit diesem Outfit würde ich mich jetzt nicht so beschweren über den Preis. Also, so teuer ist das gar nicht. Ah, hallo, ein ebenfalls sehr, sehr sympathischer, junger, netter Typ. Ja, genau. So muss das. Hallo. So, was wollen Sie denn? Einmal Chocky Pick. So, was muss ich machen? Interagieren Sie mit der Kasse. Okay. Scanne das Produkt. Piep. Ja, nimm all mein Geld. Oh, das ist aber sehr viel Geld. Nimm die Bezahlung des Kunden. Okay. Ah, okay. Und der kriegt 2,50 Wechselgeld. Da 1, 2,50. Ja. Nehmen Sie es doch. Achso, drücke Space. Okay, ja. Tschüss. Sie waren unser erster Kunde. Bären Sie uns bald wieder. Hallo, hallo. Na, wie schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich. Das Müsli ist zu teuer. Also, sorry. Ganz ehrlich, ne, mit der Krawatte würde ich mich jetzt nicht beschweren. Gute Frau. Sie sehen so aus, als hätten Sie einen kulinarischen Leckerbissen hier gekauft. Oh, mit Karte. Okay, Karte annehmen. Hallo. Und Interaktion mit dem Kartenlesegerät. Okay.
Was ist denn der Betrag nochmal? 57, ne? Kann ich das mit dem Numpad? Ja, das geht. Numpad, hallo. Kaching. Hallo, Herr mit der gestreiften Krawatte. Ja, Karte, die nehme ich doch gerne an. 57 und Kaching. Es sind aber alle Leute echt fein hier angezogen in der Gegend, oder? Also, haben sie gerade Mittagspause? Ja, nimm sie all mein Geld. So, 2,50 kriegen sie zurück. Jawohl, mache ich doch gern. 1, 2, 25, 25 und Katsching. Das macht richtig Spaß. Oh, sie haben aber eine echt schöne Fliege, die betont auf jeden Fall ihre Augen. So. Und 2,50 zurück. 1, 2, 50. Katsching. Okay, also wir werden langsam knapp an Lebensmittel und wir sind fast schon wieder bei 50 angekommen und haben noch ganze 2, 4, 6, 7. Chockypick. Ich würde sagen, wir bestellen vielleicht mal was. Oh, ich mag es, wenn solche Sachen interaktiv sind. Was ist eigentlich hier? Gesperrt. Die Kassen sind voll. Das wissen sie doch gar nicht. Außerdem sehe ich sie zur Hälfte gar nicht. Sie mit ihrer Camouflagehose. Die Kassen sind voll. Was soll das überhaupt heißen? Die Kassen sind voll. Ach so. Checkout closed. Moment mal. Öffne die Kasse. Oh, ups. Ja, meine Kassen sind auch bald voll, wenn sie hier weiter einkaufen. Ja, geben Sie mir Ihr Geld. Wie bitte? Also, nee. Ganz ehrlich, ne? Sie mit dieser wundervollen Frisur hier. 100, $100? Ich fasse es nicht. Wissen Sie was? Ich bestrafe Sie jetzt richtig. So, kriegen Sie alles in Fünfern zurück und den Rest in 10-Cent-Stücken. Hier ein paar 5-Cent-Stücke kriegen Sie auch noch. Ein paar 1-Cent-Stücke. Oh. Das war schon zu viel, ne? Wie kann ich mein Geld zurücknehmen? Ich habe es nicht gelesen. Ist mir zu anstrengend. Nehmen Sie es einfach. Schenke ich Ihnen, ne? Auf dass Ihnen das eine Lektion ist. Hallo. Oh, ich muss bald nachbestellen. Sie kriegen 50 Cent zurück. So. Hallo, ich mag Ihre Brille sehr. Und Sie zahlen mit Karte. Ja, Freili. Na, Freili. So, zack. Gute Dame. Hallo. Ja, Ihr Geld ist so gut wie jedes andere Geld. 42,50. 1, 2. 42,50. Man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass es einen Dollarnoten gibt. Ne? Also. Schon komisch. Oh, ich mag ihren Anzug. Hallo. 57, bitte. Ja. Halten Sie mal ran. Danke. Was ist das? Achso, Ihre Tüte. Beamt sich da einfach so rein, ne? Also meine Tüten können sowas. Na gut. 57, zack. So, jetzt lassen Sie mich mal kurz in Ruhe. Nee, ich wollte Kasse nicht schließen. Verdammt, wie komme ich nochmal hier raus? Zurück mit Escape. Wie lange bleiben die eigentlich hier stehen? Werden die irgendwann sauer? Also ich habe keine Waren mehr, ich muss nachbestellen. Markt. Was wollen wir denn noch haben? Mehl? Ja, bitte. Ne? Nudeln? Aber sowas von. Und was wollen wir auch noch haben? Nochmal das gute alte Chockypick. So. Okay, und kaufen. Katsching. Nee, kein Katsching. So, den kassieren wir nochmal eben ab. So, 57 haben wir wieder. Zack, und gehen Sie bitte. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. So, also Same-Day-Delivery ist auf jeden Fall schon echt nicht schlecht. Oh nein, jetzt haben wir eine Kundin verloren. So. Kann nicht hingeworfen werden, aber sowas von.
Ja. Also, hier ist nicht mal eine Glocke. Wie, haben Sie Ihre Glocke selbst mitgebracht? Ich fasse es nicht. Dann einmal zack, 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 zack. Nee. Und dann einmal hier den Preis setzen. 3,12 ist der Marktpreis. Dann würde ich sagen 5 Dollar. Und was haben wir hier? Master Flower. So. Und einmal den Preis setzen. 3,77. Dann würde ich auch sagen, 5 Dollar als Marktpreis. Schon viel für ein bisschen. Oh, es ist dunkel. Machen wir das Licht an. So, meine Damen und Herren. Ach, sie stehen ja immer noch hier. Sehr cool. Ja. Also ein Trinkgeld kriege ich von dem sicher nicht, ne? Naja. Sie sollten mal ein bisschen Anti-Aging-Creme benutzen. Das hilft gegen Falten. So, 57. Jawohl, dann kriegen Sie einmal 2,50 zurück. Und bitteschön und Dankeschön. Ach, Ihr Bruder war gerade da. Dem habe ich gerade ein paar Kosmetiktipps gegeben. 45 zurück für Sie. Na, aber sowas von. 45. Katsching. Ja, nimm sie mal richtig viel. Nimm sie noch eins. So, einmal das macht einmal 15. Dankeschön. Was ist, wenn ich mit der Karte den falschen Preis eintippe? Zahlen die dann mehr? Das wäre irgendwie lustig herauszufinden. Ja, kaufen Sie. Ja, da, genau dafür habe ich es gemacht. Sie perückenscharf. So, das macht einmal 10 Dollarchen. Dankeschön. Und für den Herrn Zwilling natürlich auch. Das macht einmal 20 Dollar und Sie kriegen 30 zurück. So, das macht auch richtig Spaß, oder? Also mir macht's Spaß. Hallo, wir haben offen. Kommen Sie ruhig rein. Na gut, ich kann mal in der Zeit an den Computer, wenn da gerade keiner kommt. Was können wir denn da noch machen? Produkte, Möbel, aha. Okay, mehr Regale können wir kaufen. Kühlschränke, Scheinwerfer, Lautsprecher, Farben, erweitere den Supermarkt. Boden, Werkzeuge, Tablett. Tablette. Eine Ibuprofen bräuchte ich auch bei den Übersetzungen. Ein Tablet wird es vermutlich sein, ne? Ist jetzt mittlerweile jemand hier im Laden? Immer noch nicht. Ist ja fürchterlich. Ach so, ach, kannst du dann. Ah, drücke Enter, um den Tag zu beenden. Enter. 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 Ach so, ja, okay. Zufriedene Kunden 18. Insgesamte Kunden. Also, ich wusste gar nicht, dass man insgesamt in irgendeiner Form flektieren kann. Aber okay. Fanden die Produkte zu teuer? 5, ganz ehrlich, ne? Ist nicht mein Problem, ist deren Problem. Supermarktlevel plus 91. Ja, klingt doch gar nicht mal so übel. Du erhältst ab heute tägliche Rechnungen. Stelle sicher, dass du diese Rechnung über deinen Computer bezahlst, bevor dem Fälligkeitsdatum. Ansonsten werden diese automatisch bezahlt. Je mehr elektrische Geräte, desto teurer die Rechnung. Also Rechnung wofür? Für Strom? Okay, closed. Ja, ich würde sagen. Ah, seht ihr das? Also solange ich nicht öffne, läuft oben rechts die Zeit nicht weiter. Das heißt also, ich kann eigentlich. Eigentlich gibt mir das Spiel darüber ziemlich viel Macht, dass ich einfach die Zeit kontrollieren kann. Das ist ja verrückt. Das Spiel gibt mir. Lässt mich irgendwie mächtiger sein, als es eigentlich sein sollte. Verwaltung. Produktlizenz. Benötigt Supermarkt Level 3. Oh, also was mag ich nicht. Also, ne, der Preis reicht ja als begrenzender Faktor. Wieso ich da so ein Supermarktlevel noch brauche als zusätzliche Begrenzung, ist ehrlicherweise vollkommen hirnrissig bei solchen Spielen. Rechnungen. Okay, hier werden die Rechnungen gezahlt für Miete. Okay. Wachstum, Abschnitt 2. Okay, damit können wir uns vergrößern. Einstellen. Das sind ja, Kassierer, Auffüller können wir einstellen. Lager ist gesperrt. Anpassung können wir auch noch nicht machen. Gibt es sonst noch irgendwas? Preisgestaltung.
Ah, hier können wir auch die Preise anpassen. Okay. Musikspieler brauchen wir eh nicht, weil die Musik aus ist. Bank. Nee, kein Kredit. Nee, danke. Den will ich nicht haben. Den brauche ich nicht. Was ich aber brauche, das sind noch ein paar Produkte. Was haben wir denn noch nicht? Öl haben wir noch nicht. Und geschnitten Brot und Susu Puderzucker. Ah, wir alle lieben Susu Puderzucker. Einmal bitte kaufen. Dann räumen wir das Ganze einmal ein. So. Das ist der Susu Puderzucker. Der Originale von Susu. So. Irgendjemand räumt das schon weg. Dann den Preis setzen. 1,15 auf gar keinen Fall. Marktpreis ist 4,83 €. Ich würde sagen, 7 ist ein guter Preis. So. Was haben wir hier? Ach so, das ist das sogenannte geschnitten Brot. Das beste Ding seit geschnitten Brot. Ron's Sandwich Bread. Der gute alte Ron. War früher ein Freund von mir. Und dann haben wir einmal das Öl. Die Autos machen auch echt lustige Geräusche. Okay, dann einmal hier das Brot 3,96 der Marktpreis. Ich würde sagen, 5 ist ein guter Preis. Na? So. Na? Wieso kann ich nichts eintragen? 5. So, jetzt. Alles klar. Und was brauche ich noch? Das Öl. 4,50 ist der Marktpreis. Ich würde sagen 7. So. Hatte gerade Probleme mit dem Numpad. Okay. Klingelingeling. Wir haben offen. Bitte stürzen Sie sich herein ins Vergnügen. Hereinspaziert, hereinspaziert. War fast ein Unfall hier. Ah. Also, jetzt machen Sie doch mal. Kommen Sie mal. Ja. Hallo, hallo, hallo. Sie sind genau richtig hier. Ich habe genau das Richtige für Sie. Zu teuer für Sie, ganz ehrlich. Kommen Sie nie wieder mehr, Sie Bäuerin. So. Ich bin dafür bekannt, dass ich unfassbar nett zu meinen Kunden bin. Ding. Ach, huch. Sie habe ich ja gar nicht gesehen. Wo sind Sie denn hergekommen? Die sieht ein bisschen aus wie Stefan Raab, ne? Naja. So, zack, 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 zack. Jawohl, ich nehme Ihr Geld doch sehr gerne an. 25, Sie kriegen zurück 15. So. Was mit Ihnen? Haben Sie sich beschwert? Sind Sie auf dem Weg zu einer Party? Bin ich auch eingeladen? So, Sie kriegen zurück 30. Bitteschön. Oh, auch hier der feine Herr mit der Weste. Hier in Weiß. Uiuiui. Bin ich ja beeindruckt. 37,50 kriegen sie zurück. Na klar. 35, 36, 37, 50. Bitteschön, beehren Sie uns bald wieder. Die Nudeln sind zu teuer für mich. Naja. Gehen Sie doch woanders einkaufen. Ich habe nur leider keinen Laden hier in der Nähe gesehen, also habe ich das Monopol. Früher oder später kommen Sie alle zu mir. Oh, hallo. Sie sind zum ersten Mal aber bei mir, ne? Hammer. Ein schickes Hemd hier mit den Streifen. Wussten Sie schon, dass Querstreifen, dass Längsstreifen einen dünner erscheinen lassen? Oh. Null. Ja. Zu teuer auch. Okay, ich glaube, wir müssen was am Preis ändern für die Nudeln. War das hier? Nee, das war woanders. Das war bei der Verwaltung, glaube ich. Nee. Preisgestaltung, klar, wo denn sonst? So, die Nudeln.
Zu teuer? Na gut, dann machen wir doch's 4. Hallo, gute Frau. So, was haben Sie denn gekauft? Zweimal Müsli, ja, finde ich, ist eine gute Idee. 15 Dollar macht das einmal bitte. Dankeschön, werden Sie uns bald wieder. Hallo. Vielen Dank, Ihr Geld nehme ich besonders gerne an und Sie kriegen 1 Dollar zurück. Ach, Sie sind schon wieder hier. Na, ist Ihnen schon wieder irgendwas ausgegangen? Ah. Ah, ne? Nehmen Sie sich. Ja, nehmen Sie sich alles. Puderzucker und. Wollen Sie den Zucker nochmal draufstreuen oder was? Das ist aber ungesund. Also, dann bringt Ihnen dann irgendwann auch nicht mehr das Tragen von den Längsstreifen was. So. Aber who am I to judge? Sie kriegen 78,50 zurück. Na gut. 1, 2, 3 und 50. Jawohl. Kassieren durchführen. Nee, 25. So, zack, zack. Vielen Dank, vielen Dank. Einmal 15. So, und dann sie auch noch hier eben einmal abgefrühstückt. Und das macht dann einmal 7. Dankeschön. So, wir sollen an den Computer. Produktlizenz sollen wir kaufen. Die hier vermutlich. Kaufe deine Produktlizenz über deinen Computer. Kann ich gar nicht. Also erstens brauche ich 200 Dollar und zweitens Level 3. Ich würde sagen, wir können auch ein paar Produkte nachbestellen. Was brauchen wir denn? Die Nudeln sind uns gleich ausgegangen und der. Das Müsli ebenfalls. Na gut, dann holen wir uns mal ein bisschen was davon. Nudeln und Müsli. Holen wir uns direkt zweimal Nudeln. Die gingen ja doch sehr schnell weg. Ich weiß gar nicht, wo die alle die Klingel hier haben, aber ich hab gar keine hier, ganz ehrlich. So. Zack. Und ja, vielen Dank. Ich mag es, wenn die Leute es passend haben. Auch sie, ich mag sie. Sie sind mein Lieblingskunde. Ich konnte die Nudeln nicht finden. Ja, ich habe sie gerade nachbestellt. Sorry. Sorry. So. Dann ihr kommt einmal hier hin. So. Hua, bitte stolpern Sie nicht. Und dann einmal die Nudeln. Jetzt habe ich sie aus Versehen dahingestellt. Ist auch egal. So. Und einmal. Der hier und noch mehr Nudeln. Na, da wollte ich sie gar nicht hinstellen. So, einmal hier und dann hier. So, einmal das Licht an, damit sie sich auch wohlfühlen hier und dann auf geht's. 4. Mehl ist zu teuer. Naja. Dankeschön. Und perfekt. Ja, vielen Dank. Das Mehl ist zu teuer. Ja, es wird aber gekauft, muss man dazu sagen. Ne? Also ist nicht unbedingt jetzt meine Schuld, dass sie das zu teuer finden. Also was schön hier, die Grafik. Ne? Ist ganz okay. Muss ich sagen, ist jetzt nicht extremst schlecht. Hallo. Ja, genau. Holen Sie sich ein bisschen was Öl. Holen Sie sich noch mehr Öl. Ja, sehr gut. Ach, Sie sind eine tolle Kundin. Wissen Sie das? So, vielen Dank. Und zwei zurück für Sie. Beehren Sie uns bald wieder. Hallo. Alle sehen hier so schick aus, als würden Sie auf irgendeine Party gehen oder sowas. Und ich hier am Arbeiten. Oh, das ist ja fürchterlich. 15 Dollar. Was haben Sie gesagt? Ich habe es leider nicht lesen können. Es war ein bisschen zu schnell. So. Was fehlt uns denn jetzt noch? Oh, jetzt ist uns das Mehl ausgegangen, ne? Bestellen wir noch eben das Mehl. Achso, nach 21 Uhr geschlossen. Ah gut, dann beenden wir den Tag.
So. Ja, sieht doch gut aus. So, nächsten Tag starten. Wir wollten uns Mehl kaufen. Vielleicht kaufen wir direkt noch ein bisschen mehr als nur das. Mehl können wir gebrauchen und ja, der Rest ist eigentlich gerade okay. Ja. Wir holen uns Mehl zweimal. Und vielleicht Puderzucker. So. Wegen der Versandkosten. So, das ist der Puderzucker. Susu. So. Und das Mehl. Masterflower. Können wir eigentlich. Ah, ich dachte, vielleicht kann man noch weiter wegwerfen, wenn man die Taste länger gedrückt hält. Und noch einmal Mehl. So. Okay, dann auf geht's. Meine Damen und Herren, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Wir haben ganz frische Produkte bestellt. Frisches Mehl, frisches Öl, frischen Puderzucker. Alles, was das Herz begehrt, alles, was die Küche braucht, finden Sie hier bei mir in meinem Laden. Hat der Laden eigentlich einen Namen? Ja, Supermarket heißt er einfach nur. Okay. Sei es wie es sei, dann heißt er halt so. Ja, nur greifen Sie mal richtig zu. Hier ein schönes, beherztes Frühstück. Zweimal schön die Schokopiki. Sie kriegen 5 Dollar zurück. Hallo. Da auch wieder der feine Herr mit der Fliege und dem und der Weste. Und sie kriegen 1 Dollar zurück. Tja, da sind wir nun, ne? Im Supermarkt. Verkaufen hier Sachen. Also, wir würden Sachen verkaufen, wenn Leute auch tatsächlich reinkommen würden. Wenn Leute auch wirklich reinkommen würden. Ja, hallo. Sie sind mein Lieblingskonditor. Sie werde ich heute besonders gerne bedienen. Das Öl ist zu teuer. Oh, Pech gehabt. So, einmal 5. Was sagen Sie? Finden Sie auch das Öl zu teuer? Nee. Interessiert Sie gar nicht, ne? Und 2,50 zurück. 1, 2,50. Die gute Dame macht ihren Wocheneinkauf direkt hier. So muss das. Und 1 Dollar zurück. Und noch einmal Mehl für sie. Und ein Fünfer. So, jetzt sparen wir mal auf jeden Fall auf die Produktlizenz, weil du Supermarkt Level 3 haben wir in jedem Fall. Entschuldigt, mein Rumgehuste. Das Öl ist Ihnen auch zu teuer, meine Güte. Sie sind aber auch Pappnasen. Preisgestaltung, das Öl. Machen wir daraus 6 Dollar. Nein, 6 Dollar wollte ich draus machen. War da nicht gerade noch ein. Naja. Ja, greifen Sie zu, greifen Sie zu, greifen Sie zu. Jawohl, jawohl. Meinmal mit Karte, ja, mit Vergnügen. Wird bei uns Karte erst ab 10 Dollar? Nee, wir sind ja nicht in Deutschland. Wo man erst gefühlt auch 20 € Kartenzahlungen machen kann. Das habe ich tatsächlich irgendwo mal in einem Supermarkt gesehen. Da stand er wirklich allen Ernstes ab 20 € Kartenzahlung. Da dachte ich mir auch, da gehe ich nie wieder mehr hin. Ah, naja, Deutschland. So. Ja, gleich haben wir die 300 zusammen. So, einmal mit Karte. Und dann der Herr im grauen Anzug. Die Plastik, die Papiertüte kostet aber extra, ne? So, Sie kriegen zurück 3 Dollar.
da jetzt einfach rausgegangen, ohne was zu kaufen? Du Assi, komm nie wieder. Ja. Vielleicht muss ich noch ein paar Mal den Lichtschalter bedienen, dann kommen Kunden. Ja, es hat funktioniert. Kausalität oder einfach nur Zufall? Kausalität, definitiv. So. Jawohl, wir haben die 300. So, ihr Brot kriegen sie auch noch mal eben. So, bitteschön, guten Hunger. Wir kaufen uns jetzt unsere Lizenz und steigen mal auf. Verwaltung. Produktlizenz. Jawohl. Wasserflaschen, Käse, schwarzer. Moment. Hallo. Display Annie. Category Annie. Okay, interessant. Also, was haben wir noch? Wasserflasche, Puderzucker. Nee, das hatten wir vorher schon. Käse. Eier, Milch, schwarzer Tee, schwarzer Kaffee. Kaffee klingt gut. Und Wasserflasche. Und Tee. Können wir uns das leisten? Noch nicht. Aber gleich, wenn wir die Kunden hier bedient haben. Jawohl. So. Einmal 16. So, gute Frau, ja, geben Sie mir Ihr Geld. Oh, wirklich, ganz ehrlich, Sie sind das Allerletzte. Einfach mit einem Hunderter zahlen. Wie gut, dass wir unendliches Bargeld haben. Ganz ehrlich, wenn unsere Kasse so voll ist, dass wir einfach unendlich viel Wechselgeld haben, warum müssen wir dann überhaupt hier noch im Supermarkt arbeiten? Was wollen Sie? Das Öl ist zu teuer? Nee, das akzeptiere ich nicht mehr. Ich hab's schon günstiger gemacht. So, ja, hier, so, 14, danke. Und jetzt kann ich hier einkaufen. So, kaufen. Ach so, Moment. Was war denn jetzt mit diesen Rechnungen eigentlich? Verwaltung, Rechnung. Ja, 2 Dollar bezahlen war die 20 Dollar Miete. Können wir auch bezahlen. So. Ja, kommt jetzt noch jemand? Achso, genau, ich hatte ja hier Pakete. Ist zu teuer, Pech gehabt. Was? Dieses Produkt muss auf Fridge platziert werden. Oh. Dann bleib erstmal da in der Ecke. So, sorry, erstmal muss ich den Preis hier einstellen. Das ist das Wichtigste. 10. Da machen wir mal 13 draus. Ist ein fairer Preis für Kaffee. Wobei es kommt auf den Kaffee an, das ist, ne, würde ich sagen. Und hier vorne noch einmal der Tee. Ich komme gleich zu Ihnen, keine Sorge. Und den Preis 5,78 € Marktpreis machen wir 7 draus. Oder Dollar, ja. Dollar. Ich sage jetzt einfach Euro. So, zack, zack. Mit Karte wollen Sie zahlen. Hervorragend. Das macht einmal 10 Dollar. Zack, zack. Das macht ebenfalls 10 Dollar. Und 1, 2, 3. Sie zahlen mit Karte. Juhu. Dann sind wir alle glücklich. Fantastisch. Dann, also es ist 9 Uhr, wir beenden den Tag und haben schon den dritten Tag hinter uns. Und wir sehen, es läuft langsam. Marktpreis hat sich für folgendes Produkt geändert. Das Öl ist teurer geworden. Siehe in den Computer für mehr Details. Okay, das gucken wir uns noch eben an. Wo soll ich denn hingucken? Kaufe ein Regal oder einen Kühlschrank. Okay. Preisgestaltung da. Aha, okay. Heißt das, dass ich selbst den Preis dafür auch erhöhen kann? Ich mache jetzt mal 6,50 draus. Wenn der Preis davon höher geworden ist, kann ich das ja auch erhöhen. So.
Ah, ich kann hier schon mal die Preise anpassen. Kann das sein? Für die Milch. 2,40 der Marktpreis. Ich würde sagen, da machen wir mal geflissentlich 4 draus. Für die Eier ist der Marktpreis 4. Da machen wir 6,30 draus. Dann haben wir den Käse. 3,40, da machen wir mal 5 draus. Und die Wasserflasche 2,66 machen wir mal 4,50 draus. Dann haben wir alle Preise eingestellt für neue Produkte. Fantastisch. Dann würde ich sagen, war es das hier für die erste Folge mit dem Supermarket-Simulator. Und ja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.